Electriv.net, der Branchendienst für Elektromobilität, powered by P3. Ja, wenn man auf der IAA unterwegs ist, dann trifft man sie natürlich alle, auch die, die gar nicht mehr so im deutschen Geschäft drin sind. Karl-Thomas Neumann ist bei mir, früher Opel-Chef, jetzt bei Canoo noch im Board, aber nicht mehr ganz im operativen Geschäft. Was ist da los? Ist gar nicht so, ist eine Entwicklung. Ich bin da ja hingegangen, weil ich glaube, dass das, was Canoo macht, nämlich ein Auto für die Stadt zu bauen, reines Elektroauto, dass das der richtige Weg ist. Und dass es dazu auch ein besonderes neues Geschäftsmodell braucht. Und das ist ja eine meiner Theorien, dass Elektroautos für den breiten Markt eben doch für längere Zeit zu teuer sind. Und dass wir sowieso die Art, wie wir Autos nutzen, ändern müssen. Und das ist, glaube ich, ein Kern von Canoo, dass wir da ein neues Geschäftsmodell entwickelt haben. Aber da sind die Grundlagen jetzt gelegt. Und ich habe so viele Themen und so viel, was mich begeistert, dass ich gesagt habe, ich bleibe da als Beirat, aber ich mache auch andere zusätzliche Themen. Okay, wir hatten ja schon so ein bisschen gedacht, na, vielleicht so bei Tesla, da müssten ja so erfahrene Automanager langsam mal rein, aber das ist keine Option. Doch, würde ich gerne machen, aber die rufen mich nicht an. Aber vielleicht machen sie es ja jetzt. Okay, also Tesla wäre eine spannende Option, höre ich da raus. Wie sehen Sie denn mit Ihrem Auge, wo Sie jetzt lange auch drüben waren in Kalifornien, in den USA und hier über die IAA gehen, die deutsche Automobilindustrie inzwischen aufgestellt? Naja, man sieht ja, dass sich hier viel verändert. Wir sind ja jetzt gerade hier im VW-Reich und ich muss sagen, also was VW da macht mit dem ID, das ist aus meiner Sicht genau das Richtige, nämlich eine wirkliche Plattform, die es ernst meint, Elektromobilität umsetzt, möglichst auch für die Breite. Und das finde ich genau richtig. Das sehe ich nicht überall. Ich sehe viel zu viele, wo das eigentlich überhaupt noch nicht stattfindet oder so halbherzig. Und ich glaube, wir brauchen da wirklich, was ich ja schon seit langem sage, wir brauchen einen Schulterschluss durch die ganze Gesellschaft. Was muss wahr sein, damit wir alle elektrisch fahren können? Und nicht immer, warum geht's nicht? Ja? Und wenn wir die Fragen kann man beantworten. VW hat, glaube ich, ihren Beitrag geleistet, aber es muss ein gesellschaftlicher Konsens werden. Und wir müssen dahin. Wir werden elektrisch fahren, alle. Haben die Deutschen noch zu viel Benzin im Blut, oder wie? Ja, ich meine, es ist natürlich eine Industrie, die auch auf riesigen Assets sitzt, also riesige Investitionen. Das Gute ist ja auch, wir müssen das nicht morgen umschalten. Wir haben 15, 20 Jahre Zeit, aber wir sollten jetzt mal langsam anfangen. Manche fangen an, aber eben leider nicht alle. Und man verdient natürlich mit den heutigen Autos, insbesondere große Autos, insbesondere Geländewagen, sehr, sehr viel Geld. Und das ist natürlich auch schwer, sozusagen jetzt eine Position einzunehmen, dass man das eigentlich in Zukunft, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Für ein OEM das zu sagen, ist schwierig für einen Autohersteller. Aber es braucht Haltung in Zukunft. Jetzt hat man Tesla früher immer belächelt, dass sie alles auf einmal machen. Eigene Batterieentwicklung, eigene Ladeinfrastruktur. Heute sind das genau ihre Stärken und wir rennen dem Ganzen auch so ein bisschen hinterher. Bündeln zwar die Kräfte hier mit IONITY in Deutschland. Hat man das zu lange unterschätzt, wo man eigentlich hin muss? Ich glaube, was Tesla ausmacht und ausgemacht hat, ist, da ist eine ganz klare Haltung. Es soll elektrisch werden und man wollte von Anfang an Autos bauen, die super attraktiv sind. Dazu kommt etwas, was ich im Silicon Valley und auch bei uns in Los Angeles sehe. Diese jungen Ingenieure, die aus der IT-Branche kommen, haben vor gar nichts Angst. Die machen einfach. So, die nehmen einfach Notebook-Batteriezellen und machen mal das erste Elektroauto daraus. Und irgendwann schaut man sich das ein paar Jahre später an und das sind die besten Batterien, die es zu dem Zeitpunkt gibt. Die bauen einfach einen autonomen Autobahnassistenten, der auch funktioniert, weil sie sich trauen. Ja, und sie machen so viele Dinge mit einem Mut und einer Vorscheid, die wir, glaube ich, hier wieder brauchen. Ja, und wo wir natürlich auch dadurch, dass wir jetzt erlebt haben, was alles schief gehen kann und wie schwierig es ist, und der Regulator ist sehr vorsichtig geworden. Wir brauchen einen Plan, dass wir wieder nach ganz vorne wollen. Und einige Ansätze sieht man hier, aber das muss noch mehr in die Breite kommen. Das Gegenbeispiel ist ja China, wo man sozusagen mit staatlicher Lenkungsgewalt in diese Richtung geht. Glauben Sie, dass die chinesischen Autohersteller mit ihren Elektro-Startups und allem, was da so kommt, in Europa eine Chance haben werden und weltweit? Ja. Die Elektromobilität geht von China aus. Das ist allen klar. China first und second dann Europe und leider Amerika als letztes. Und die chinesische Regierung, das habe ich ja immer gesagt, hat mich sehr beeindruckt, macht einen klaren Plan, eine klare Strategie. Die Elektromobilität hat China als Chance gesehen, in einen existierenden Markt, in diesem disruptiven Umfeld jetzt einzudringen. Und hat erst nicht geklappt und wird aber jetzt klappen. Und ob es jetzt die Startups sind oder ob es die traditionellen Unternehmen sind, aber wir werden sehen, wir werden auch chinesische Elektroautos hier bekommen. Und ich bin ganz sicher, das werden hervorragende Autos sein.
Ihr früherer Arbeitgeber Opel arbeitet ja mit Dongfeng und PSA an so einer interessanten Plattformstrategie, wo man eine Batterie in alle Fahrzeuge bringt. Halten Sie das auch für klug? Die kenne ich jetzt nicht so genau. Im Grunde glaube ich, dass Plattformstrategien schon genau richtig sind. Ich bin auch überzeugt, man kann gute Elektroautos nur dann bauen, wenn sie von Anfang an als Elektroautos entwickelt wurden. Also der Ansatz, in einen bestehenden Verbrenner eine Batterie reinzuschrauben, wie wir ihn hier ja sehr häufig sehen, der wird nicht funktionieren. Und ich glaube auch, dass das Hybrid-Thema eigentlich nicht funktioniert und nicht nachhaltig ist. Und insofern, wenn es dort einen Ansatz gibt, Batterien zu standardisieren und die in die Breite zu bringen, ist es der richtige Weg. Wie geht es bei Ihnen weiter, ganz persönlich und mit Canoo an der Stelle? Ja, Canoo habe ich schon gesagt, da werden Sie einiges Interessantes hören in nächster Zeit. Bremst Sie das aus, dass Mr. Trump da jetzt nicht so ganz der Elektriker ist? Naja, es bremst mich nicht aus oder uns nicht aus, aber natürlich, in Kalifornien sieht die Welt auch anders aus. Dort beherrscht ja Tesla mittlerweile das Straßenbild. Aber es ist natürlich, ich finde es persönlich schade. Ich glaube, dass Amerika dadurch auch zurückfallen wird, dass man nicht mehr in diesen Nachhaltigkeitstechnologien grundsätzlich nicht mehr versucht, an der Spitze zu sein. Und was uns auch belastet, auch unser Startup, ist, das ganze Investitionsklima in den USA hat sich natürlich verschlechtert. Der chinesische Geld investiert jetzt nicht mehr so in den USA, wie das früher war. Dann drücken wir Ihnen trotzdem alle Daumen und sind gespannt, wann wir uns wiedersehen. Danke fürs Gespräch. Gerne. Hab mich auch gefreut. Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität, powered by P3.